Willkommen zurück, Leute, zu Call of Juras Gunslinger. Wir sind Silas Greaves, den Dynamit aus der Luft schießenden Cowboy, die Legende, und die will noch ein bisschen leben, deswegen müssen wir uns gegen die hier stellen. Ich sehe absolut gar nichts. Ich glaube, es ist besser, ein Gewehr in die Hand zu nehmen. Ah. Um einiges besser mit dem Gewehr. Schön. Da ist schon mal nochmal irgendwo einer gewesen, oder? Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Was das? Charlie Crow, the blacksmith. Ich kann mir das nicht vorstellen, da sind doch noch welche. Es ist zu ruhig. Viel zu ruhig. Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. Wieder ein kleiner Ruckler, sorry Leute. Wir haben schon wieder eine Fähigkeit, eine neue, deswegen. Ich weiß gar nicht, was wir nehmen sollen. Vielleicht nochmal zum Nahkämpfer gehen. Hä, habe ich das nicht schon ausgewählt gehabt letztes Mal? Wie jetzt blöd. Okay, kann sein, dass ich das nach dem Speichern nicht, dass ich es nicht gespeichert habe. Boah, zwei auf einmal, schön gemacht. Alter. Das war es also doch noch nicht. Hier sind noch ein paar. Kommt schon raus. Ich weiß, dass ihr hier seid. Oh je. Bestes Versteck, mein Freund. Ah, fast. Jetzt aber. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter, which I had no idea how to breach. Sprengen wir die Party. Ja. Nicht uns die Party, verdammt. Toll, jetzt geht er dahin. Da ist noch einer, ich habe ihn gesehen, oder? Ja, doch. So, jetzt kommt die Revolver dran. Nicht nur, weil unser Gewehr fast leer ist, sondern weil ich einfach mit der Revolver jetzt auch mal schießen will. Ja, klar. Alter, warum zum Teufel überlebt er das? Oder wie, besser gesagt? Zeig dich. Oder so. Okay. Weiter. Für so eine Art Held. I finally made it past and headed on to meet my destiny. Das Haus sieht nicht mehr ganz intakt aus. Die Mine ist auch zu. Ah, hier geht's weiter. But first, I had something I needed to figure out. Warum? But once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. Ja, klar. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous. As there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Weil ich gerade eben hier noch gar nichts und plötzlich baut sich das einfach auf. Oh Mann. Als ob ihr Unschuldige seid. Unschuldige wehren sich nicht. Obwohl doch, aber. Sie haben nichts zu verbergen. Nein.
Ja. Ach, weißt du was? Weil es mehr Spaß macht, nehmen wir zwei in die Hand. Wir sind ja immer noch bei Call of Juris. Ja, Mann. Ist hier ein Geheimnis? Ich habe gerade irgendwas aufblitzen sehen, oder? Nein? Ach so, das war das Gewehr. Die Schrotflinte brauche ich aber nicht. Denn wir haben zwei Revolver. Das kannst du laut sagen, ja. Scheiße, wo geht's weiter? Da oder da? Nein. Aber dann geht's ja da nicht weiter, oder wie? Oder doch auch? Hä? Ich verstehe gar nichts. Schön. Alter. Wie der halt einfach mal mit beiden Revolvern einfach mal voll losschießt. Scheißegal, ob er trifft oder nicht. Ah, okay, da war die Muni. Die haben wir auch schon aufgenommen. Es ruckelt immer manchmal ein bisschen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Yeah. Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Hilfe! Hä? Du bist tot, ohne zu wissen, wie du das überleben hättest sollen. Ich interpretiere da immer ein bisschen was dazu, natürlich. Merkt man bestimmt kaum. Hä, wie denn? Wenn ich ehrlich bin, habe ich keinen Plan, wie ich da ausweichen soll oder sonst was machen soll. Soll ich einfach wegrennen oder was? Oh ja. Naja. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. Okay, sorry, das war jetzt echt blöd. Ich habe gedacht, ich muss da drauf schießen und dass der Wagen dann einfach in Hammer-Explosionen zerfällt und uns gar nichts passiert, aber so im Nachhinein überlegt, ist schon ein bisschen sehr weit hergeholt, sagen wir so. With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting at. Ach du Scheiße. Da sind zwei Revolver nicht immer die besten, aber ich nehme sie trotzdem. Denn wir sind ja bei Call of Juris, bei dem Humor-Shooter schlechthin. Aber ich bin hier ungern, deswegen rennen wir mal lieber weiter. Nein! Oh mein Gott. Hilfe! Renn! Silas! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier! Wow! Alter, einfach mal alle umbringen! Oh mein Gott! Nein! It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. Du bist tot, ja. Mhm. Toll. Instead, I spotted a ladder. Way into the mine from the opposite side. Nimm den anderen Weg und finde Henry Plummer. Weißt, das ist einfach so witzig, weil du spielst. Das waren jetzt bestimmt schon wieder 5 Minuten Content in dem Spiel und eigentlich total unnötig. Nur um dich zu verarschen. Aber das liebt dich da dran. Oh Mann, wie geil. So, dann mal die Leiter runter. Da wir jetzt wissen, dass das der falsche Weg war. Ja, weil im anderen wären wir gestorben. Climbing down that ladder required some caution. Because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. So kann man es sagen, ja. Ja, genau, laber doch nicht, ist nicht dein Ernst. Eins, zwei, drei.
Nein. Wir leben noch. Und wir sind auf sicherem Boden, mehr oder weniger sicher. Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. Surprise! Schon wieder welche. Put on his head would go a long way to help me find a new car. Okay. Wie der mir halt einfach entgegenläuft und drauf schießt. War der sich im Klaren, dass er nicht überleben wird? Genauso wenig wie der. Schon wieder entscheiden. Ich würde die Leiter nehmen. Wenn ich doch wüsste, wo sie wäre. Leiter? Ach, hier. Ich nehme jetzt einfach mal die Leiter. Weil die scheint mir irgendwie die bessere Wahl. In einem Aufzug kann vieles passieren. Ich wollte das Element der Surprise nutzen. Plus, ich dachte, ich könnte das Exercise nutzen. Ja, natürlich, deswegen habe ich es gemacht. Also ich wollte da nur hoch, weil ich ein bisschen mich bewegen wollte. Nicht, weil es sicherer ist oder so. Einfach in dem Fall bewegen. Oh. Habt ihr gedacht, ich bin im Aufzug? War wohl nicht so. Aber wo geht's denn jetzt weiter? Jetzt doch in Aufzug oder wie? Nö. Hä? Da rein? Ja. Scheiße. Ach du Scheiße. Wo denn? Wo werde ich denn abgeschossen, Alter? Und wer wirft die ganze Zeit Dynamit hier rüber? Ach, von da hinten. Da nehme ich lieber das Gewehr. Das Gewehr habe ich gesagt, so. Okay. Schön. Ist da hinten keiner? Da oben hat sich gerade was bewegt, oder? Ah, ne, das ist nur der Schatten von dem Rad. Aber der muss doch weitergehen. Ah, ja, dran vorbei. Ich bin so klug, Mann. Lebt er noch? Nein. Der sah nämlich gerade so aus, als hätte er sich noch bewegt. Aber nee, keine Angst. Da geht's auch nicht. Ach, da runter. Okay. Dann mal wieder die zwei Revolver in die Hand nehmen. So. Bisschen Munition. Und weiter geht's. Gesetzeshüter, Verbrecher und ein Taugenichts, Henry Plummer. Wie wir halt alle einfach nacheinander umlegen wollen oder auch das tun. Obwohl der hat Dynamit, was nicht gerade unsere besten Waffen sind. Oh. Henry Plummer war klar unhinged und ich konnte sehen, dass das wirklich. Wo ist jetzt hin? Ach da. Alter, es ruckelt immer manchmal. Ach, weißt du was? Was du kannst, kann ich schon lang. Mehr oder weniger halt. Nein! Du rennst jetzt nicht weg. Oder doch, weil ich muss nachladen. Ja, jetzt bringt er noch seine Freunde mit. Die aber sowieso nichts können. Ach, weißt du was? Ohoho. Alter, wir sind ja voll eingekesselt. Ohne Witz jetzt. Wo ist denn der schon wieder eigentlich? Da. Ne, das ist er gar nicht. Hä, wo ist der? Henry.
Ah, da. Nee, nee, nee. Jetzt entkommst du mir nicht mehr. Doch, weil ich nachladen muss mal wieder. Boah. Boah. So, that's how Henry Plummer died. Him and his crew were worth their weight in gold. So starb Henry Plummer. Wir sind jetzt offiziell Kopfgeldjäger. 53% Präzision? Naja. Nuggets der Wahl gerade mal 1. Waffe der Wahl Ranger. Ja. Auszeichnung der Wahl im Fallen. Ja, okay, auch nur weil ich da rausgesprungen, oder weil wir da rausspringen mussten. Sonst auch nicht. Dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter. Ich drücke jetzt trotzdem auf Fortfahren. Weil wir die Geschichte noch kurz weiterhören. So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. John Wesley Hardin. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Mit 15. Sei schnell oder stirb. Okay. Müssen wir jetzt einfach einen Showdown bestreiten. Dafür haben wir eigentlich keine Zeit, aber ich will jetzt auch nicht im Ladebildschirm beenden. Das ist auch blöd, oder? Nee, komm, wir machen jetzt schon noch den Showdown. Scheißegal, wie lang es dauert. Aber echt coole Atmosphäre schafft das Spiel. Und richtig witzig und auch richtig schön gemacht, also muss man echt sagen. Oh mein Gott. Ich würde sagen, mit diesem schönen Tod beenden wir diesen Part und ich sag, oh mein Gott. Nee, und ich sag, bis zum nächsten Mal. Bei Call of Juris Gunslinger. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Bei Silas Creeves. Wir sind jetzt ein Kopfgeldjäger, Freunde. Und wir werden wohl im nächsten Part hoffentlich nicht sterben, sonst habe ich ein Problem. Aber bevor ich jetzt so weiter rede, beende ich diesen Part und sag bis zum nächsten Mal. Bis dann.